Einen wunderschönen guten Tag aus dem Innenraum des Shelby GT500. Und ja, bevor wir starten und uns auf die Landstraßen begeben, möchte ich euch ein paar Dinge hier drin zeigen, wie das Ganze hier aussieht beim GT500. Ich würde sagen, let's go. Wir haben grundsätzlich mal vom Interieur her natürlich eine sehr ähnliche Optik zum Mustang, ganz allgemein. Ein paar Sachen sind verschieden, die auch damals beim GT350 schon anders waren. Als erstes vielleicht mal zu den Sitzen. Wir haben ja hier die wunderbaren Recaro-Sitze konfiguriert, in denen man hier wirklich sehr, sehr gut drin sitzt. Mein Sitz ist jetzt noch nicht zu 100% richtig eingestellt, aber nahezu, würde ich sagen. Ich sitze hier sehr gut drin. Ich bin ja relativ groß, habe aber wirklich überhaupt keine Probleme. Man sitzt hier sehr schön eng mit einem entsprechend sehr, sehr guten Seitenhalt, so wie es beim Recaro-Sitz hier im Shelby eben auch sein sollte. Möglich wären theoretisch auch die Ledersportsitze. Dann wäre auch die Sitzheizung und die Sitzkühlung mit dabei. Aber wir brauchen hier einen richtigen Recaro-Sitz im GT500, in meinen Augen zumindest. Und da diese Sitze sehr, sehr selten sind aktuell, würde ich das auf jeden Fall so wieder konfigurieren. Ja, vielleicht gleich hier zum Lenkrad. Extrem sportliches Lenkrad mit Alcantara-Überzug und hier unten noch ein bisschen Leder. Und wir sehen links und rechts unsere Schaltwippen aus Aluminium. Das Runterschalten macht beim Shelby natürlich ja extrem viel Spaß. Das geht ja auch beim Mustang. Bloß hier beim Shelby haben wir ja das Doppelkupplungsgetriebe. Das heißt, wenn wir hier runterschalten, ich glaube 100 Millisekunden und dann geht es weiter. Ne? Also man kann hier zack, zack, zack schalten, so wie man das vielleicht eher von extrem hochpreisigen Sportwagen kennt, wie eben Lamborghini zum Beispiel oder Ferrari. Ja, wir haben unser voll digitales Cockpit. Ich kann ja auch mal die Zündung schon mal anmachen. Das voll digitale Cockpit hier, so wie wir es aus dem Mustang kennen. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, hier das Display auch noch individuell einzustellen. Wir können hier verschiedene Sachen machen. Wir haben hier die Cobra-Taste, das, was beim Mustang die Pony-Taste ist. Die wäre dann hier. Und können hier verschiedene Dinge einstellen. Wir haben hier die Track-Apps, die wir kennen. Wir können hier die Farben einstellen und auch das Display können wir uns anzeigen lassen, dass es beispielsweise immer im Normalsport- oder Track-Modus angezeigt wird. Denn es verändert sich ja, sobald wir den Fahrmodus wechseln. Das zeige ich euch gleich noch. Ja, und hier gibt es eben verschiedene Einstellungen noch, die wir vornehmen können. Aber ganz ehrlich, wir brauchen eigentlich jetzt gar nicht so viel bei den Tasten machen, so im Alltag. Wie gesagt, man kann sich das Display so ein bisschen einstellen, ganz allgemein. Aber man muss jetzt hier eigentlich nicht ständig rumdrücken. Wir haben hier noch zwei wichtige Tasten, die interessanter sind auf der linken Seite. Und zwar einmal können wir hier die Lenkradsensitivität nochmal einstellen und hier oben das Fahrwerk nochmal verändern. Oder wir lösen das Ganze eben über die verschiedenen Fahrmodi. Und das ist das Schöne beim GT500 unter anderem. Die sind nämlich hier unten. Wir haben hier unsere klassischen Kippschalter. Und die eigentlich zwei wichtigsten Schalter im ganzen Fahrzeug sind diese beiden hier. Mit dem rechten können wir hier einmal den Fahrmodi verändern. Wir sehen das dann hier links im Display, wenn wir beispielsweise auf den Track-Modus wechseln. Dann seht ihr, verändert sich entsprechend auch das Display. Das wechselt eben je nachdem, welchen Fahrmodi wir hier einstellen möchten. Bei Sport sieht es wieder ein bisschen anders aus. Und das meinte ich vorhin, dass man sich dieses Cluster eben auch ständig so anzeigen lassen kann, ohne den Fahrmodus zu wechseln. Genau. Ja, und die zweit- oder ja, für den einen oder anderen vielleicht auch allerwichtigste Taste ist diese hier. Wie man schon erkennen kann am Auspuffsymbol, hier können wir die verschiedenen Auspuffmodi, Klangmodi einstellen. Und meistens bleibt mein Finger immer hier bei der, bei der Track-Position hängen. Und ja, das ist so ziemlich eigentlich meine Lieblingseinstellung, logischerweise. Und genau, also das steuern wir mit den Tasten
hier unten. Ansonsten ist hier alles Mustang gleich. Wir haben hier noch zwei zusätzliche Instrumentenanzeigen. Kennt ihr vielleicht auch schon vom Mustang aus dem GT Performance Paket. In der Original US-Version wohlgemerkt. Nur da sind diese beiden Anzeigen. Im Shelby hier Standard. Und das Ganze ist dann hier auch nochmal eingefasst von vorne nach hinten in dieser Carbon-Optik. Und ich finde, das sieht auch sehr, sehr schön aus und verbessert nochmal so ein bisschen den Innenraum. Dann spannend hier unten nochmal, wir haben keinen klassischen Wahlhebel, den wir vielleicht auch aus dem Mustang mit dem Automatikgetriebe kennen, sondern wir haben hier das Drehrädchen. Und ich finde eigentlich das Drehrädchen genial. Man kann super schnell wechseln zwischen Parken, Rückwärts und Fahren. Also überhaupt kein Problem. Und dementsprechend eigentlich finde ich das sehr gut. Das gibt es meines Wissens nach aktuell nur beim GT500, beim Ford Expedition und beim Explorer. Bei den dreien, die haben dieses Drehrädchen hier. Alle anderen haben entweder Hebel hier oder hier die normalen Wählhebel, die man eben so kennt. Ja, und hier rechts auf der Beifahrerseite natürlich nochmal ganz wichtig, unsere Chassisnummer mit Shelby-Logo, in dem Fall hier die N0871. So heißt der Kleine natürlich nicht. Sein Name ist im Übrigen Wotan. Und ansonsten, wir haben hier noch ein paar Klappen, aber alles im Endeffekt wie beim Mustang auch. Wie gesagt, es geht hier um die Track-Performance, um die Performance auf der Straße und um nichts anderes. Ja, soweit war es das eigentlich zum Innenraum. Ich denke, die wichtigsten Facts habe ich euch kurz gezeigt. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und fahren mal eine Runde auf der Landstraße. Bis gleich. So, dann würde ich sagen, wir fahren los und starten das Monster als allererstes Mal. Ja, und da ist der 5,2 Liter V8 mit 760 PS. Ja, also meine Konfiguration, bevor ich losfahre, ich mache es wirklich gern, dass ich mir immer kurz überlege, okay, wie stelle ich was ein? Es geht aber eigentlich recht schnell. Das Erste, was ich euch gezeigt habe, ich schalte hier auf den Sportmodus. Rennstrecke ist jetzt ein bisschen übertrieben hier auf normalen Straßen. Der Sportmodus ist auch von den Schaltvorgängen sowieso schon sehr brutal und dementsprechend bin ich im Sportmodus. Das Lenkrad ist dementsprechend ja bereits automatisch mit umgestellt und den Auspuff machen wir natürlich auf Rennstrecke. Das ist ein Sicherheitsmerkmal. Denn wir wollen ja, dass die anderen Verkehrsteilnehmer uns rechtzeitig sozusagen hören. Wir verlieren keine Zeit, wir fahren los. Wir gehen auf D und hinten röhrt der Teufel raus. Wir sind wieder mal irgendwo im Nirgendwo und haben hier eine schöne Landstraße gefunden. Und da fahren wir jetzt einfach mal entlang. Ah ja, perfekt, hier ist schon mal das richtige Zeichen. Das heißt, wir dürfen 100 fahren. Und das machen wir jetzt auch gleich. So. Ich muss mich natürlich jetzt ein bisschen konzentrieren. Auf der anderen Seite liegt der Shelby wie ein Brett auf der Straße. Man hat ein sehr gutes Gefühl, eben auch hier vom Sitzen her, durch die Recaro-Sitze. Und kann sich hier voll aufs Fahren konzentrieren. Und der Klang, ich weiß nicht, wie gut ihr den Klang hört, aber wir haben ja sowieso Soundcheck und alles mit drin. Ist natürlich überragend. Also diese Schaltvorgänge auch. Ich meine, wir sind jetzt hier jetzt schon im siebten Gang. Also man kann auch einfach so ganz normal dahin fahren. Ja? Das ist das, was ich im ersten Video auch gemeint habe, dass man wirklich auch den Wagen im Alltag bewegen kann. Und dementsprechend gibt es da überhaupt kein Problem. Es sind immer so diese zwei Gesichter. Man kann eben ganz normal und ruhig fahren, auch mit dem Shelby oder eben nicht. So, wir sind jetzt gleich wieder raus aus dem Ort und dann geht's los. Ah ja, das ist doch schön hier. So. Kurze Konzentrationsphase. So, Roms!
Das Runterschalten ist auch so brutal. Man kann natürlich auch selber runterschalten, wobei der Wagen das eigentlich sehr, sehr gut selber macht. Also wirklich notwendig, dass man jetzt manuell runterschaltet, ist es eigentlich nicht, weil dazu muss man sich schon auch wirklich konzentrieren, bei welchen Umdrehungen man dann runter- oder raufschaltet. Das muss man so ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal üben, damit man sich da nicht dann manuell verschaltet. Aber wie gesagt, wirklich notwendig ist es nicht. Auch wenn man jetzt zum Beispiel in die Kurven reingeht, dann schaltet er quasi gefühlt genau im richtigen Moment runter oder dann eben wieder rauf. Also ich sage halt immer, der GT500 ist irgendwo auch ein Kunstwerk, weil es eben auch so extrem gut einfach funktioniert. Anders kann man das nicht sagen. Und auch jetzt zum Beispiel, wir fahren jetzt atemberaubende 44 km/h hier im Ort. Jetzt ist er im vierten Gang, relativ ruhig. Ich sag mal relativ, weil wenn die Klappe auf ist, dann kann man nur bedingt ruhig sein. Ja? Und das meine ich damit. Man kann einfach wirklich entspannt auch längere Fahrten machen, gar kein Problem. So, bisschen aufs Gas. Jetzt hat er runtergeschalten in den vierten Gang. Jetzt sind wir schon im fünften Gang. Jetzt bremsen wir. So, legen uns in die Kurve. Fünfter Gang, 110. Und runterbremsen, dritter Gang. Das ist einfach. Ich würde sagen, an der Stelle hören wir vielleicht auch wieder auf. Wir zeigen euch vom GT500 auf jeden Fall auch nochmal eine Autobahnfahrt, natürlich. Und nehmen euch auch auf das nächste Treffen mit. Und das war jetzt mal einfach so eine kurze kleine Fahrt, dass ihr da so ein bisschen einen Eindruck bekommen habt. So, das war's auch wieder mit dem Video für heute. Ich hoffe, euch hat es wie immer ein bisschen gefallen und ihr konntet so ein bisschen einen Eindruck gewinnen, wie das so aussieht im GT500. Wir werden noch weitere Videos mit dem Fahrzeug machen und euch dann natürlich auch nochmal auf die Autobahn mitnehmen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked und vor allem abonniert. Sämtliche Fragen, die ihr habt, gerne in die Kommentare. Natürlich auch, wie ihr den Sound findet. Und ich würde sagen, wir haben es für heute und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und Servus!